Jawohl, Levi, ich spiele 1. So, da ruhig mir das. Ja, wir sehen. Pit, Dark Pit gegen Falco. Beide auf ihren Mains. Ich bin gespannt drauf. Ich glaube, wir werden ein ziemlich langsames Game sehen, weil Spiel an sich sehr, sehr patient-neutral. Ja, man sieht auch direkt, beide werfen einfach mit Projektile auf den anderen. Der Porsche eigentlich eher weniger. Vielleicht hat Levi den leichten Vorteil mit Falcons Reflektor. Kann natürlich die Pfeile von Pit aber reflektieren. Pit hat zwar auch die Downbeats, aber weiten nicht so effektiv wie der Reflektor in diesem Matchup, weil er deutlich langsamer ist. Ja, und Abwo-Up-Air. Gott. So schwer ist es doch gar nicht. Ja, oh, sehr, sehr schön. Hat er auf den Tech gewartet und damit Up-Air gepunished. Okay. Also ich bin gespannt, ich glaube, Sina wird die meisten Kills einfach Offstage holen, weil Sinas Stärke ist Edgeguarden und Falcons KV ist eben sehr, sehr anfällig. Sowohl durch die Pfeile, wenn er die das Side-B ansetzt, als auch durch Pitznair oder Saunair. Alles ziemlich gute Tools, um Falco zu edgeguarden. Ich bin gespannt drauf. Ich muss noch einmal Ladies Farbe richtig machen. So, jetzt sollte auch die Farbe. Die Farbe ist noch nicht richtig. Dort waren wieder so viele komische Falco-Farben. Alle gleich aussehen. Ist doch schlimm. So, jetzt haben die wieder richtige Falco-Farbe. Sehr schön. Wir gehen jetzt Socklead für Levi. Aber ist auch selbst die Linie. Aber fällt aus der Nähe raus. Das kennt man. Da können, glaube ich, alle Pit-Mains Lieder von singen. Die Leute aus ihren Nerven ausfallen. Das ist sehr ärgerlich. Und man sieht ja sehr, sehr viel Edgeguard da näher. Und damit ist sie ausgeglichen. Ich glaube, die meisten Socks werden so fallen durch Edgeguards von China. Bei Levi weiß ich, Levi kann Abwo-Up-Tilt sehr, sehr konsistent. Abwo-Up-Tilt. Up-Tilt-Back-Air sehr konsistent. Geht das eigentlich fast immer hin. Aber China spielt eigentlich sehr schön grounded. Versucht nicht, irgendwelche Up-Tilts reinzuspringen. Ja, der ist hier gepunished und zielt. Und Tipp 3 als Mix-Up, sehr, sehr schön gemacht. Aber Levi hat es natürlich auch immer gepunished. Und Up-Tilt. Keine Back-Air. Da hat China ziemlich gut die Eid. Und die Back-Air verhindert. Oh, sehr, sehr schöner Parry into Down-Smash. Killt aber noch nicht. Weil auch der Pit-Sound-Smash einfach ein bisschen zu schwach. Den ich Kyle Offstage. Und wieder die Nähe. Ja, sehr schön Edgeguard von China. Der Zeit ist nach dem Edgeguard geholt. Okay, da wurde Levi. Hat Levi dachte, sie würde den Up-Tilt punishen wollen. Aber hat sehr schön gewartet auf diesen S-Smash und den S-Smash dann gepunished, der danach kam. Ja, man sieht Reverse Up-Tilt. Sehr schön. Okay, und China ist auf selbst, ich bin gespannt. Okay, er geht leider für den Edgeguard. Und hat den Tech gemisst. Schade. Da wollte er versuchen, mit Edgeguard zu holen, anstatt safe zu Lab zu treffen. Kann ich verstehen, also generell kann ziemlich gut Edgeguarden. Aber ich bin immer ein Freund davon, für die Safe-Option zu gehen. Das wäre in diesem Fall einfach zu Dash treffen. Vor allem, weil Pit, wie ich finde, ist zwar einfach zu Edgeguarden, aber er kann sehr schnell wieder zurückkommen durch die AP, weil er die Reichweite hat. Aber immer keine Hitbox. Deswegen kann ich verstehen, dass er dafür diesen Edgeguard gehen wollte. Wurde aber leider über das Edgeguardet. Wir sehen nochmal Battlefield. Ich bin gespannt, ob er auf Falco bleiben wird oder wechseln wird. Man sieht, er ist sich unsicher. Ist die Problem davon, wenn man viele Charaktere maint, dass man nie weiß, okay, hey, wie ist mit dem Charakter gewesen, hätte ich wechseln oder hätte ich bleiben sollen, dass man das nie ganz genau weiß. Aber bei Falco, alles nach draußen sagen Falco, finde ich die richtige Entscheidung. Ich finde, Levi Falco ist einfach sein bester Charakter. Nee, der Reflektor ist leider negativ on Hit, kann sie einfach durchlaufen und die dafür punishen. Ja, Abwo sehr schön. Das ist natürlich gefährlich, wenn er direkt unter China ist, weil ich ihn spiken kann. Aber naja, der Kelly bringt dann ja bringt nichts, ist eben Multi-Hit. Man muss einfach versuchen, Schild zu halten und kann ihn ja erst punishen, sobald sie fertig ist. Man sieht, ich finde es gerade Levi, man sieht zwar den Delete hat wieder deutlich defensiver erstmal. Er versucht, dass sie approached. Er weiß, okay, ich habe den Lead, du willst mich angreifen, ich kann warten. Oh, und die Nair. Und das ist gefährlich wieder.
Aber sehr schöne Edgeguard, versucht sie noch den Airdrop zu catchen, kriegt es aber nicht hin. Und wieder der erste Match. Also, Levi bedeckt Dash nach vorne von Tina, aber Tina, Savarisrin, bleibt sehr, sehr ruhig, bleibt hinten, bleibt im Schild, weil sie weiß, dass Falco und Schild eigentlich nur ansehbare Sachen machen kann. Ja, aber die Backer, das ist der Stocklead für Levi. Und jetzt bin ich gespannt. Ich weiß, dass Levi sehr passiv spielen kann, weil er Stocklead hat, aber Offset ist natürlich wieder gefährlich. Recovery diesmal high, wird auf der Plattform gecatcht von der Backer. Und er hat sich sehr schön gemixt auf die Recovery. Aber der Kill confirm, Meltdown, der Upsmash. Und es ist damit wieder ziemlich, ziemlich even. Und Up-Tilt-Kombos, ja, Up-Tilt, die Falco-Kombos, man kennt sie. Ah, die Backer trifft leider nicht. Ja, man sieht, ich finde beide haben sehr schön Advantage Stage, wie man gerade sehen kann. Bauen immer ziemlich stark aus, behalten ihre Pressure aus, die haben. Levi geht manchmal für unsafe Sachen, aber sonst spielen beide eigentlich eher safe. Und versuchen ziemlich wenig zu committen. Und lieber safe die Stage Control zu behalten. Und sonst, China bringt ihre Pfeile leicht nach oben. Und dadurch kann Reflektor anscheinend so korrektieren, dass die Pfeile nicht wieder auf sie zurücktreffen. Das ist sehr schlau von ihr. Auch noch, dass das Matchup ein bisschen kennt. Sieht, die Api ist leider sehr unsafe. War trotzdem ein gutes Mix-Up von Recovery und wieder eine Parry von der Down-Air. Ja, man sieht, Lady covert sehr high, aber Up-Tilt, Backer trifft leider nicht. Interessant. Lady mixt auf jeden Fall seinen Recovery ziemlich gut ab. Wurde weniger geedgeguardet in diesem Fall. Man sieht, oh, sehr schön, zeigt ihn für Backer. Oh, und das Savoldeck werden wurde anscheinend ge-F-smashed. Hat und man sieht, wie da die Abhilt, die Abhilt, die Yappi. Ja, sehr schöner Grab, auch ein bisschen Bandage raus. Ja, man sieht wieder, beide spielen eigentlich eher ruhig. Beim China überlegt man sich ihre Option, also Edgeguarding natürlich, kann einen guten Kill holen durch den Smash, wenn Lady irgendwas Unsafes macht. Aber auch FO an der Ledge sollte langsam aber sicher auch killen. Er bringt jetzt Offstage, ja. Genau. Und ja, die Nair sehr, sehr schön gecatcht. Da muss Levi aufpassen. Er muss wirklich seine Karriere das mal mixuppen, ansonsten wird er dafür gepunished. Oh, und die Spawning ab, ja. Ja, man sieht, Levi hat das Schild ein bisschen zu früh losgelassen. Zum Multi jetzt mal natürlich ein Problem, dass man, wenn man nicht genau weiß, wann sie enden, wenn man das Schild loslassen kann. Oh, und das ist sehr gefährlich für Levi. Das, aber er hat getaggt, sehr, sehr schön. Und Up-Tilt, Down-Air. Ah, schade, er wollte für den Fall gehen, war aber nicht drüber an der Stelle. Tina konnte, Tyrusin konnte einfach erdodgen. Ja, die Plattform-Pressure ist da, durch den Up-Tilt, aber Tina ist gut daran abzuwarten und danach auch mit der Safe Aerial das zu punishen. Gucken, das ist jetzt interessant. Oh, Up-Tilt, Backer, ja, sehr schön. Das war's doch schon. Das ist genau das, was Levi macht, woran Levi eigentlich glänzt in diesen Tilt-Confirms, die er ziemlich gut kann. Die safe sind. Aber ich bin auf die Serie gespannt. Ich fand Lee's Plattform-Pressure gerade, war ziemlich, ziemlich gut. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt das Safari-Wissen versucht, irgendeine Stage zu picken mit weniger Plattform. Einfach generell, um halt Lee's Combo-Game zu unterdrücken und eben auch um diese Plattform-Pressure zu entgehen, die Lee gerade machen konnte. Ja, das ist noch Best of Three. Das ist ein Game vor Top 8. Und erst ab Top 8 ist Best of 5. Der Gewinner von den beiden darf dann gegen Guven im Winner spielen. So, wir sehen Game 3 auf PS2. Max war heute leider nicht da. Max ist krank gewesen heute Morgen. Deshalb gab es leider keinen Max gegen Scorpion on Stream. Das war ein bisschen schade. Hätte ich sehr, sehr gerne gesehen. Aber es gibt immer noch nächstes Mal. Dann dürfen wir beim nächsten Mal den Kampf der Titanen sehen. So, aber zurück zu diesem Game. Wir sehen wieder, ja, Levi's Offstage. Wird er recovern können? Ja, oh, sie ist erstmal in die falsche Richtung. Das wäre auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punish gewesen. So, ja, und sehr, sehr schöne Combo. Aber sie taggt das. Dementsprechend konnte Levi dann nicht wirklich gut die Combo extenden. Man sieht, ich finde Levi benutzt den Reflektor sehr, sehr schlau und sehr schön.
aber es ist, offset ist sehr gefährlich für ihn. Ja, und ja, sehr, sehr schön. Back down air und up the back air. Sehr, sehr clean mechanisch von Levi einfach nur. Und das ist jetzt gefährlich für China, weil Kit kann leider swuggeln, diese Killzone, wenn das auch nicht holt. Ja, China macht halt ein paar bisschen Putz. Vor allem auch so Smash in die falsche Richtung. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber sehr schöne Edgeguard. Und sie überlebt das. Und ist eigentlich wieder ziemlich even. Levi hat den leichten Lead. Aber ich finde, Levi macht es eigentlich sehr schwer, China approachen zu lassen. Er spielt recht passiv. Es macht Laser, macht Reflektoren. Man sieht, Levi ist eigentlich wirklich gerade der Defensive, weil er aber auch weiß, ich habe den Lead. Du musst mich engagen. Das finde ich auch ein sehr schlauer Ansatz in diesem Matchup. Man sieht, Levi baut langsam aber sicher diesen Lead weiter aus. Einfach nur, indem er Laser spielt, indem er ihre Projektile abwehrt. Gerade China ist einfach sehr, sehr schwer gerade zu approachen. Ja, man sieht weiter, Levis Gameplan gerade ist einfach nur, hey, ich habe Projektile, ich baue mein Lead auf. Oh, und das killt so. Ich glaube, das war falsch die Halt. Sollte eigentlich noch nicht so viel killen. Ich kann mir vorstellen, dass sie nicht genau wusste, ob sie nach links oder rechts hier ein muss. Weil was auch Würst abkillt, das habe ich ehrlicherweise nicht gesehen. Jedenfalls ist der Stop-Lead für Levi. Man sieht wieder, Levi kann jetzt ruhig spielen, kann hinten bleiben, kann warten, kann sich ihn approachen lassen. Man sieht, Cyberstream benutzt gerade weniger Projektile, weil sie sieht, okay, Projektile bringen leider nicht viel in dem Matchup und versucht gerade einen anderen Weg zu finden, zu approachen. Und ja, sehr schöne Backdown näher in die Uphills. Okay, und er ist wieder offstage. Das ist wieder gefährlich. Aber Levi mixt auch gut durch seine Krabis, kommt eigentlich gut aus dem Disadvantage zurück. Oh, schade. Das war aber sehr stark von China, weil ich gerade ein bisschen nach vorne gedriftet während der näher und hat dadurch noch connected. Wenn es einfach nur nach hinten gedriftet wäre, hätte das nicht getroffen. Ja, sehr schöne Up-Air-Swings von Levi. Und da, oh, Down-Air, Back-Air. Sehr, sehr schön. Und das ist gefährlich. Up-Tilt-Back-Air sollte jetzt auf jeden Fall killen, wenn es nicht genau Center-Stage ist. Und selbst da bin ich mir unsicher. Aber China gerade baut den Advantage aus. Behält Stage-Control, macht das sehr schön. Und ja, konnte den Up-Tilt-Shield graben. Oh, das ist gefährlich. Ein Hard-Lead kann es jetzt schon sein für Levi. Ah, und er hat leider in den Downsmash rein. Das ist die Last-Hit-Situation. Ja, und Levi jetzt wieder. Ah, der Upsmash, hat er den Jump predicted oder wollte einfach eine Standing treffen? Auf jeden Fall hat leider nicht funktioniert. Sieht. Ah, er wieder der Upsmash. Das klappt leider immer noch nicht. Levi struggle gerade ein bisschen das Opening und damit den Kill zu finden. Okay, das wird jetzt wirklich, wirklich spannend. Also Levi's in Condition gerade ist auf der Uphilt oder Offstage zu Edgeguarden. Und versucht er Offstage zu gehen? Ne, er versucht zu Ledge-Trappen. Ah, ich glaube, da ist eigentlich aufs Plattform-Modell gekommen. Wollte wahrscheinlich nicht, also er wollte auf keinen Fall auf der Plattform-Dash attacken. Hat er da nicht die Drop-Bomb fair geschafft. Ja, die Jungs macht uns. Und Dash-Attack, war's das schon? Ja, das war's. Sehr, sehr schön. Also Fargo ist dann runtergespielt. Hat die Ruhe bewahrt. Ist aber runtergespielt, ist nicht auf irgendwelche dumme Sachen.